Hallo ihr Hübschen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein herzliches Willkommen und vielen lieben Dank an alle neuen und alten Kanalmitglieder. So, wer sich so gar nicht freuen dürfte, im Gegensatz zu mir heute, das sind die Demokraten unter den Amerikanern, denn es ist Präsident Trump tatsächlich gelungen, Brett Kavanaugh in den Supreme Court zu hieven, kann man ja fast sagen. Trotz Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen mehrerer Frauen hat man Kavanaugh in das Amt des obersten Gerichts der USA drücken können. Denn diese ganzen Anhörungen vorher waren im Prinzip nichts weiter als eine Farce. Oh, eine Farce! Also quasi ein schönes Schauspiel, um so zu tun, als würde man sich wirklich dafür interessieren, was vorgefallen ist. Aber eigentlich wollte man durch eben dieses öffentliche Schauspiel nur die Mehrheit der Bevölkerung so ein bisschen beruhigen, dass keiner großartig rummotzt, wenn sie ihn dann doch zum Richter machen. Und damit hat Donald Trump tatsächlich jemanden im Supreme Court installiert, der die Geschichte und die Geschicke der USA noch über Jahrzehnte lenken wird, denn diese Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Kavanaugh ersetzt einen jetzt in Rente gegangenen, sehr liberalen Richter, ist aber selber erzkonservativ. Da wichtige Entscheidungen, die das komplette Land betreffen, im Supreme Court entschieden werden, kann man sich im Prinzip heute schon darauf verlassen, dass es strengere Waffengesetze mit absoluter Sicherheit nicht geben wird. Im Gegenteil. Vielleicht werden die für den einen oder anderen Bundesstaat wieder ein bisschen gelockert. Die Rechte für Homosexuelle, die Rechte auf Abtreibung, Selbstbestimmtheit der Frau. All das geht Kavanaugh am Arsch vorbei. Im Gegenteil, eigentlich, er ist sogar dagegen, solche Sachen zu stärken. Und die einzige Rechte, die sich gerade freut, ist ja, die rechte Seite Amerikas. Denn da es Trump mittlerweile geschafft hat, zwei Richter dort zu platzieren und mit Kavanaugh jetzt einen absoluten Hardliner, werden weitere Positionen und Posten der Gerichte unterhalb dieses obersten Courts jetzt natürlich ebenfalls mit erzkonservativen und rechten Richtern ausgestattet. Das ist bis jetzt schon passiert und unter Trumps Legislatur sogar nachweislich, sodass das Rechtssystem der USA tatsächlich weit, weit nach rechts rückt. Tja, und was das für dieses Land und die Beziehung der Republikaner zu den Demokraten, aber auch der Bevölkerungsschichten untereinander bedeutet, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. So, und ich guck mir jetzt nochmal The Purge an. Erscheint mir nicht mehr so unrealistisch. Wow, aktuell schwebt etwas in der Luft, nämlich das Gerücht bzw. die konkrete Vorstellung davon, dass es den Chinesen gelungen sein könnte, den größten Hack in der Geschichte unserer Zeit vollbracht zu haben. Angeblich ist es Hackern des chinesischen Militärs laut Bloomberg Businessweek wirklich gelungen, extrem kleine Mikrochips wiederum auf den Platinen verschiedener Komponenten anzubringen, die dann wiederum von einer chinesischen Firma an US-Großkonzerne wie unter anderem Apple und Amazon verkauft werden und dort für ihre Servertechnik benutzt werden. Und das wiederum, ja, das könnte bedeuten, dass die chinesische Regierung Zugriffe auf so ziemlich alle Daten von US-Gigakonzernen hatte, was ein Geheimdienst-Coup, aber auch ein Industriespionage-Coup sondergleichen wäre. Die chinesische Regierung, klar, das ist ihr Job, dementiert das. Aber auch Konzerne wie Apple und Amazon sagen, das ist ja total absurd, das kann ja gar nicht sein, oh Gott, bitte nicht, nein, 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 nein. Und versuchen damit natürlich auch den Image-Schaden zu begrenzen. Laut Bloomberg Businessweek wiederum gibt es 17 Quellen, die solche Vorfälle eindeutig bestätigen. Wir werden mal schauen, wann davon die erste an die Öffentlichkeit tritt, denn erst dann kann man mit Gewissheit davon ausgehen, ob was dran ist an diesen Gerüchten zurzeit. Und wenn nicht, dann stellt sich immer noch die Frage, wer streut solche Gerüchte? Jemand, der auf einen Fall der Aktienkurse setzt? Okay, damit kann man Millionen verdienen. Vielleicht aber auch jemand, der den Handelsstreit zwischen China und den USA noch weiter vorantreiben möchte. Und dann sind wir plötzlich im politischen Gefilde. Mal schauen, in welche Richtung das noch geht. Für den Fall, dass es wahr ist, kann Mr. Robot noch was lernen. Und wenn ich wieder was davon höre, halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Es ist mal wieder soweit. Der Weltklimarat hat den wichtigsten Klimabericht des Jahres herausgegeben, der immerhin zusammengetragen wurde von 91 Autoren aus 40 Ländern mit über 6000 Einzelstudien. Tja, und was soll man sagen? Es ist relativ eindeutig. Wenn wir Menschen es nicht gebacken kriegen, bestimmte Klimaziele zu erreichen, wie beispielsweise die Erderwärmung, um mindestens 1,5 Grad im Vergleich zum Beginn des Industriezeitalters zu senken, dann gehen wir sprichwörtlich alle baden. Sollten die Industrienationen dieser Welt dieses Klimaziel nicht in den nächsten 20, 25 Jahren erreichen, kann man davon ausgehen, dass die Erde sich wehrt wie ein Körper, der versucht, einen Krankheitserreger abzustoßen und uns einfach durch, ich weiß es nicht, das fucking Wetter auslöschen will. Tsunamis, Überschwemmungen, Megafluten, Megastürme oder eben auch Hitzewellen, völliges Wetterchaos, Verschiebung der Jahreszeiten. All das ist möglich, ist denkbar, ist absolut realistisch. Aber hey! Wir können uns ja weiterhin mit Parteien rumstreiten, die der Meinung sind, Klimawandel ist totaler Quatsch. Und im Prinzip sollten wir so weitermachen wie bisher, ne? Meine Fresse, ich hoffe, ihr werdet vom Blitz getroffen. Kommen wir noch zu zwei Stories aus der Kategorie Net to Know, die mich haben wirklich mit man kann nicht mit offenem Mund dastehen lassen, mit offenem Mund sagen.
Es funktioniert einfach nicht, ist dumm. Die erste Geschichte, ihr habt es sicherlich mitbekommen, betrifft den Street-Art-Künstler Banksy. Der bis heute anonyme und gefeierte Künstler hat sich mal wieder einen absoluten Geniestreich erlaubt, denn eines seiner Werke wurde im Auktionshaus Sotheby's, glaube ich, wird es ausgesprochen, für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro versteigert. Holy fuck! Allerdings, nur Sekunden nachdem das Gebot final und das Bild verkauft war, schredderte sich das Werk plötzlich selbst. Das ist so genial, ich krieg schon wieder ein bisschen Gänsehaut, weil ich die Idee so krass feier. Und ja, es war tatsächlich so geplant. Banksy selbst veröffentlichte ein Video, wie er schon vor Jahren einen Schredder innerhalb des Rahmens montierte, war wohl einem Gerücht zufolge selbst auf der Auktion zugegen und hat dann final selbst per Fernbedienung den Schredder aktiviert, um das Bild, wie er es selber angekündigt hat, sollte es irgendwann mal für einen unverschämten Preis versteigert werden, zu zerstören. Womit der Gute allerdings nicht gerechnet haben dürfte, ist, dass das jetzt eine Kunstperformance innerhalb eines Kunstwerkes ist und das den Wert des Bildes in der Tat womöglich noch gesteigert hat. Tja, da kann man nur sagen, seinen Standpunkt hat er einmal mehr klar gemacht. Aber die Intention als solches, naja, das ging ein bisschen nach hinten los. Ich schwöre euch, das Ding wird nächstes Jahr versteigert für 2,2 Millionen Euro und dazu gibt's das Video vom Schreddern. Als Gratis-Download-Link auf dem Rahmen gelasert. So, und jetzt zur zweiten Story, die mich natürlich einerseits sehr traurig macht und auf der anderen Seite sehr traurig und peinlich berührt. Ihr wisst es selbst, ich als Betreiber dieses Sports an und für sich bin großer, großer UFC-Fan. Noch genauer gesagt, großer, großer Conor McGregor-Fan. Und jetzt war es der Kampf des Jahres. McGregor gegen Khabib. Und was soll ich sagen? Ja, ich als McGregor-Fan muss sagen, Respekt an den Gegner. Khabib hat einfach wahnsinnig gut gekämpft. Es war eine echt gute Performance. Aber statt sich danach einfach feiern zu lassen, den Gürtel entgegenzunehmen und als der große Sieger hervorzugehen, springt Khabib nach dem Sieg nicht nur erst dem Judge fast in die Fresse, was schon ein No-Go ist, sondern über den Zaun des Käfigs nach draußen, um in der Ecke von McGregor eine riesen Massenschlägerei anzuzetteln. What the fuck? Ja, nicht nur Trash-Talk, sondern auch wirklich handfeste Provokationen gab es auf beiden Seiten. Khabib legt sich erst mit McGregor an, dann schmeißt McGregor einen Stuhl auf Khabibs Brust. Mein Gott, es geht hier A um Showgeschäft und B um Leute, die sich gegenseitig professionell die Fresse einhauen. Also wer damit sowas nicht rechnet oder mit sowas nicht umgehen kann, der hat wiederum in einem professionellen Oktagon nichts zu suchen. Während also Khabib rausgehopst ist, um sich dort zu prügeln, sind wiederum seine Leute in das Oktagon gesprungen, um den geschlagenen McGregor weiter zu verjacken. Was ist denn das für eine unsportliche Scheiße? Tja, wie gesagt, daraus wurde dann eine heftige, heftige Massenkeile. Und die UFC hat sogar die Schecks der beiden Kontrahenten einbehalten, denn von denen dürfen sie erstmal die massiven Geldstrafen abbezahlen, die beide jetzt erwartet. Und ich bin ganz ehrlich, weder Conor noch Khabib, vor allem aber der Russe, haben sich damit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, wenn ihm jetzt der Gürtel, den er sich vorher fair erkämpft hatte, aberkannt wird, dann hat er das auch verdient. Ich an der Stelle muss sagen, so als Sportler und Sportfan, es war ein schönes Event bis zum Schluss. Da wurde es dann irgendwie absurd und kacke. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gefeiert? Fandet ihr es verurteilenswert, schlimm oder sogar irgendwie witzig und amüsant? Können wir gerne auch mal drüber quatschen. Eure Meinung dazu auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon da unten unterwegs seid, schaut auch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr zum Beispiel den Link, um Kanalmitglied zu werden, diesen Channel hier also zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Aber auch beispielsweise den Link zu unserem Podcast oder meiner Kochshow. Da kam jetzt am Wochenende wieder natürlich was. Lecker, lecker essen oder lecker, lecker was auf die Ohren in Form von Podcast. Da ging es ziemlich heiß her, zusammen mit den Lester-Schwestern. Da war schon einiges. Da wurde kein Blatt vor den Mund genommen, könnte man sagen. Und jetzt wünsche ich euch an der Stelle erstmal noch einen traumhaften Tag. Ihr wisst Bescheid, macht's nicht gut, macht's besser. Fettes Community High Five in 3, 2, 1, BÄM! Tja, was das für dieses Land, die Beziehungen der Demokraten zu den Republik-Clowns. Tja, und was das für... Ich muss gleich was trinken. Die konkrete Vorstellung laut Bloomberg Business Week wiederum. Vielleicht aber auch jemand, der den Handelsstreit zwischen China zwischen. Meine Fresse, ich hoffe wir. Meine Fresse, ich hoffe wir. Boah, was ist denn Schnitzel, ne?